Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matthew, und ich präsentiere euch Part 16 der DVD-Review. Ja, The Never Ending Story hat jetzt ein Ende gefunden. Wir sind in der letzten Reihe angekommen und ich würde mal ganz ehrlich sagen, wir ziehen es nicht lange raus. Wir holen die ersten Filme raus. Ihr wisst es. Und zwar, da sind sie. Ein Film mit Robert Downey Jr., Charles Gordon, Kira Sedgwick, Elizabeth Shue, Tom Schützemore, David Paymer und Alfred Woodard. Vier himmlische Freunde. Walk like a man, talk like a man, walk like a man. Toll. Also ein richtig toller Film. Und das war Vier himmlische Freunde. Im letzten Overview, also Part 15, hatte ich ja den Film Vier Brüder mit Mark Wahlberg und habe gesagt, das ist ein Remake eines Westerns und jetzt kommt das Original. John Wayne und Dean Martin, die vier Söhne der Katie Elder. Ja, das ist im Endeffekt der Film, wo Vier Brüder von abgehen. Bisschen anders natürlich erzählt, Vier Brüder gegenüber dem Western. Aber was auch hier schön ist, es spielt auch noch mit George Kennedy und der junge Dennis Hopper spielt mit. Als Sohnemann von dem Bösen. Geiler Westernfilm. Also einfach nur Klassiker. John Wayne und Dean Martin gehen immer. Jetzt kommt ein Katastrophenfilm mit einem Vulkan. Volcano. Mit Tommy Jones. Vulkan in Los Angeles. Naja. Kann man die angehen, gucken. Ist ehemals 90er Jahre Film. Ja. Renate Dissel, Veronika Ferris, Dolly Buster, jetzt müsste es geklingelt haben. Sicher, das ist ein String. Voll normal, Tom Gerd. Hammergeile deutsche Komödie. Also einfach nur Kult. Da kann Ballermann 6 einpacken. Der Film ist einfach nur Kult für mich. Und jetzt ein Meilenstein der Filmgeschichte. Preisträger von 10 Oscars, einschließlich bester Film von 1939 von Winde verweht. Ja, einfach nur Kult. Auch hier in dem wunderschönen erhaltenen Snapper Case. Ihr wisst es, ja, da oben ein bisschen abgenutzt, aber es ist ja Pappe. Und ich bin froh, dass ich diesen Film noch in dieser Hülle habe. Jetzt kommt Jean-Claude Van Damme in Wake of Death. Naja, leider auch Cut. Auch hier wieder für mich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Reese Witherspoon. Und Joaquin Phoenix, Walk the Line, Johnny Cash, sorry. Ja, durch den Film ist meine Leidenschaft zu Johnny Cash erst wahr geworden. Nach dem Film habe ich mir erstmal Johnny Cash tätowieren lassen auf dem Arm. Ich glaube, ich blende es einfach mal hier ein. Und ich liebe die Musik von Johnny Cash. Ich liebe einfach alles an diesem Film. Ich liebe Johnny Cashs Musik. Ich finde es einfach nur grenzgenial, diese Musik und auch eben halt diesen Film. Und dafür hätte Joaquin Phoenix auch einen Oscar verdient. Jetzt kommt ein Film mit, wie heißt er nochmal? Ja, Johnny Knoxville und Dwayne The Rock Johnson, Walking Tall. Ja, noch ein guter Rockfilm. Jetzt kommt die schlechteste Disney-Hülle, die ich überhaupt in meiner Sammlung habe, vom geilen Film Wall-E. Aber das ist ein Disney-Film eher für Erwachsene, anstatt für Kinder. Schön ist hier eben halt dieser Lenticular-Effekt. Aber alles so billige Pappe, Fälschungen hier richtig auseinander. Da waren die Snapperkiss haltbarer. Ein Film mit Michel Müller, Rico Hiroso und Jean Reno Wasabi. Ein Bulle in Japan. Gut, einfach nur guter Film. Und jetzt kommt: Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Wayne's World, Party Time, excellent. Geil. Einfach nur geil. Teil 1, bombastisch. Aber wenn Teil 1 ich besitze, habe ich dann auch Teil 2. Dumm, dumm, dumm. Die Frage über Fragen. Hat der Router Matty auch Teil 2? Ja, sicher habe ich Wayne's World 2. Was denkt ihr von mir? Wayne's World 2 auch gut. Teil 1 ist um Welten besser. Hier, Teil 2, kann man sich angucken. Geil ist eben halt dieses Charlton-Heston-Szene. Er will die Hochzeit von seiner Freundin da stoppen.
fährt so eine Tankstelle, fragt natürlich, wo die postportalische Kirche ist, und dann ist da so ein Tankwart und da sagt er: Stopp, stopp, können wir diese Rolle nicht jemand anders geben? Und dann wird dieser Tankwart ausgetauscht. Auf einmal steht Schaden Hessen da und er bringt es so rüber, dass auch ich schluchzen muss. Ja, 1-2. Auch erst vor kurzem in der Sammlung gekommen im März. Wehrlos, die Tochter des Generals. Geiler John Travolta-Thriller, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich das erste Mal nach langer, langer Zeit gesehen, wieder mal. Und ich war begeistert. Richtig begeistert. Von Wehrlos, die Tochter des Generals. Jetzt natürlich ein Film mit Bridget Fonda und Jennifer Jason Leigh. Weiblich jung ledig sucht. Gut. Sean William Scott alias Stifler und Dwayne The Rock Johnson in Welcome to the Jungle, auch ein guter The Rock-Film. Dustin Hoffman, Julie Christie, Kate Winslet und Johnny Depp in Wenn Träume fliegen lernen. Es geht darum, er ist der Schriftsteller von Peter Pan, der eben halt diese Geschichte schreibt, weil er diese Frau kennenlernt mit den Kindern. Gut, man kann ihn sich angucken. Auch wieder hier so Sonntagnachmittag, Regen, Kuchen, Kaffee und dieser Film und der Matty ist happy. Ich bin ja gelernter Gaswasserinstallateur, wollte immer Koch werden, aber durch meine Körpergröße mit 2,6 Meter und auch mit 16, als ich die Ausbildung anfangen wollte, mit 1,90 Meter, war es schwierig. Und dann eine Woche, bevor ich überhaupt eine Lehrstelle bekommen habe, habe ich mich dann eben halt in einen Beruf beworben. Habe dann auch die Lehrstelle bekommen, einen Tag bevor es losgehen sollte. Ich wusste aber gar nichts von dem Beruf. Und dann habe ich mir diesen Film reingezogen. Werner Bernhardt. Also, und wenn man den Film gesehen hat, kann man Klempner. Also ganz einfach, da ist man dann danach der Gaswasserinstallateur. Und man muss als Klempner diesen Film gesehen haben. Werner Bernhardt. Und danach die anderen Teile. Nein, muss ich nicht haben. Wes Craven präsentiert Dracula. Ja, er wird wirklich Wes Craven präsentiert Dracula genannt und nicht Dracula. Man muss es nicht verstehen. Ein schlechter Adam Sandler Film mit Seth Rogen und Leslie Mann. Wie das Leben so spielt. Ein weiteres Hashtag Wutan Matty liebt Snapper-Cases mit Kevin Klein und Will Smith. Soll ich es sagen? Wow, wow, West. Wow, wow, West. Nein. Ein Film von John Woo mit Nicolas Cage, Adam Beach, Mark Ruffalo und wer spielt da noch mit? Christian Slater, Peter Stormare, Windtalkers? Keine Erinnerung. Habe ich erst im März bekommen, habe den einmal nur gesehen, aber ist schon Ewigkeiten her. Da glaube ich war ich 20, als ich den gesehen habe. Ja, 2022. Mein Gott, 18 Jahre her. Boah, ich bin alt. Alter, ich bin alt. Ungekürzte Original-Kinofassung. Da steht's. Da könnt ihr sehen. Ja. Und jetzt kommt Benicio del Toro und Anthony Hopkins in den Extended Director's Cut von Wolfman. Und das war der zweite Stapel meiner 16. Reihe meines letzten DVD-Reviews. Irgendwie bin ich doch schon traurig, dass es jetzt vorbei ist, auf einmal. Mann, was soll ich machen? Wir gehen einfach weiter mit Woodstock. The Director's Cut. Keine Ahnung. Ein Film von Oliver Stone und da war ich auch im Kino drin. Und man kennt es ja, wenn ein Film zu Ende ist, dann raschel, raschel, aufstehen, bla 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 und alle gehen raus. Aber bei dem Film, da saßen alle bis zum Ende drin. Ob der Abspann durch war und das Licht ging an, die Leute saßen da. Die waren alle so. Was war das? Und zwar, wir unterhalten uns leider um den schrecklichsten Augenblick der Menschheit. Ich sage nur 11. September 2001. Und zwar, wir unterhalten uns mit dem Film World Trade Center. Boah, also, ob es der beste Oliver Stone Film ist, keine Ahnung. Ob das der beste Nicolas Cage Film ist, keine Ahnung. Was da passiert ist, war einfach nur eine Schweinerei der Menschheit. Und ganz ehrlich, man sollte den 11. September nie vergessen, was da passiert ist. Traurige Geschichte, trauriger Film. Und für mich eins der unheimlichsten Kinoerlebnisse, was ich jemals hatte,
dass die Leute wirklich da saßen. Und da kam auch sogar die Aufräumung. Und die saßen da alle und der Kinosaal war voll. Wir unterhalten uns hier uns mit dem World Trade Center. Naja, jetzt sollen wir doch mal ein bisschen wieder munterer werden. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, ich habe so einige Wrestling-Filme mit Wrestlern. Ich habe auch einige Wrestling-DVDs, habe ich ja mal mit den Monday Night Wrestling versucht auf meinem Kanal. Aber es gibt einen Film, der heißt The Wrestler mit Mickey Rourke. Und der Film ist einfach nur bombastisch. Einfach nur bombastisch. Einfach nur geiler, kultiger Scheiß. Und wirklich einer der besten. Also wirklich ein Meilenstein. Für mich einer der besten Filme, die es überhaupt gibt. Also richtig cool erzählt. Einfach nur traurig. Und so ist es. Eben halt so sind dann die Wrestler gewesen. Greg the Hammer Valentine. Vorher der Star der 80er. Durch die 1000 Verletzungen. Drogenabhängig, alkoholabhängig, tablettenabhängig. Aber man kämpft noch weiter, auch wenn man schon kaputt ist. Und das wird in diesem Film einfach nur haargenau erklärt. Und es spielt auch Antonio Cesaro, besser bekannt als Cesaro aus der WWE, in einer ganz kleinen Rolle mit. Und R-Truth, der 24/7-Million-Dollar, was weiß ich, Champion, spielt da in einer ganz kleinen Rolle mit. Man sieht ihn einfach nur, da steht. Einfach nur toller Film. Einfach nur bombastisch. Und ich glaube, ich kriege gerade Lust und ich muss mir den heute Abend reinziehen. The Wrestler. Jetzt hatten wir gerade einen Film mit Wrestler oder über einen Wrestler und jetzt kommt wieder mein Film mit Wrestler. Dave Bautista und Rob Van Dam, the whole Avenger in Wrong Side of Town. Rob Van Dam, Familienvater, der eben halt eine leichte kriminelle Ader hatte, kommt dann eben halt zur falschen Zeit in der falschen Stadtteil. Das ist die Story. CXY-Movie. Kann man sich einmal angucken. Habe ich in der Sammlung. Bin ich auch froh. Aber ich habe keine Erinnerung mehr. Aber der Film, da habe ich Erinnerung dran. Steven Spielberg präsentiert einen Matthew Robbins-Film. Ich finde den englischen Titel schöner als der deutsche. Battery Not Included. Und zwar Das Wunder der 8. Straße. Da war noch nichts mit CGI. Nein, alles Handmade-Effekte. Toll. Diese kleinen außerirdischen Roboter. Da, guckt euch mal die Süßen da an. Will ich alle haben. Die will ich doch alle haben. Die sind doch niedlich. Das Wunder der 8. Straße. Wenn ihr den noch nie gesehen habt, schaut euch doch mal den an. Man fühlt sich wieder als Kind, wenn man ihn gesehen hat. Toll dafür. Jetzt kommt ein Film mit Michael Fassbender, James McAvoy, der guten alten... Ja, Mann, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen. Jennifer Lawrence, danke. Jennifer Lawrence, Oliver Platt spielt mit und Kevin Speck. Und auch, ja, Kevin Speck. Oder Kevin Bacon in X-Men. Erste Entscheidung, also die X-Men als Jugendliche. Gut gemacht, hat mir gefallen. Dann X-Men, Zukunft ist die Vergangenheit. Jo. X-Men Apokalypse? Nein, 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 nein. Und eben hat X-Men Dark Phoenix. Das waren die jüngeren X-Men, also die Kinder-X-Men auf gut Deutsch. Und dann kommen natürlich die Erwachsenen-X-Men in X-Men. War ich im Kino drin. Und ich war von Teil 1 begeistert. Ja, der brutale Matty war auch mal vom Comicfilm begeistert. Und das war der dritte Staffel meiner DVD-Overview, meines letzten Videos. Mann. Es geht weiter mit X-Men 2. Ja, kann man sich angucken. Hugh Jackman und Halle Berry in X-Men, der letzte Widerstand. Da war es schon für mich schwach. Dann kam natürlich eine eigenständige Serie von Wolverine, also X-Men Original Wolverine, wie alles begann. Ja, war dann schon wieder interessanter, weil man eben halt Wolverine kennenlernt. Aber danach wurde es für mich auch wieder schwach mit Wolverine, Tage des Kriegers. Logan habe ich auch, aber im schönen Blu-ray Steelbook. Jetzt kommt ein Film namens XXX, alias Triple X, Vin Diesel. Kann man sich angucken.
Den Film kann man sich nicht angucken, und zwar die Zahnfee. Nein, 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 Zahnfee auf Bewährung mit The Rock, mit Flügelchen. Nein, 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 nein. Aber wenn man einen The Rock-Film hat, möchte man auch die anderen The Rock-Filme haben. Und dann holt man sich auch so einen Scheiß. Somewhere over the Rainbow. Der Zauberer von Oz. Ja. Mit der Judy Garland von 1939. Toller Märchenfilm. Einfach nur toll. Auch Handmade-Geschichte. Also alles gemacht per Hand. Man sieht klar Pappmaché im Hintergrund. Aber toll. Einfach nur toll. Auch dieses Zusammenspiel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Am Anfang schwarz-weiß und dann sind sie ja über den Regenbogen gegangen und es ist alles farblich. Toll, einfach nur toll. Auch ein Meilenstein der Filmgeschichte. Jetzt kriege ich langsam Rückenschmerzen. Ein Film mit Chris Pine, Elizabeth Banks, Olivia Wilde, John Favreau und Michelle Pfeiffer. Zeit zu leben. Er verliert seinen Vater. Er ist eben halt ein Rockmusikproduzent, der verheiratet war mit Michelle Pfeiffer, der aber ein Festanellchen hatte. Und dieses Festanellchen kam die hier raus, seine Schwester. Und er soll ihr so eine Geldtasche geben. Er denkt natürlich erstmal, die wäre die Geliebte von seinem Vater gewesen, aber nein, das ist seine Schwester und das ist sein Neffe. Schön erzählter Film, schön ruhig, schön gemacht, gute Musik drin. Einfach nur ein toller Film, wieder für sonntags beim Kaffee und Kuchen. Auch ein zeitloser Klassiker von 1960. Ein George Paul Production, H.G. Wells, die Zeitmaschine. Auch in einem sehr gut erhaltenen Hashtag Brutal Matty liebt. Schreibt es mir in den Kommentaren. Und jetzt kommt ein Film mit Samuel Jackson und John Cusack. Zimmer 1408 in einem Steelbook, DVD-Steelbook. Ja, guter Film. Also richtig guter Film. Aber dafür muss ich in Stimmung sein. Und das war Zimmer 1408. Und jetzt kommen die letzten Filme. Leute, wir haben es geschafft. Das sind 1, 2, 3, 11 Filme. Die letzten 11 Filme. Dann haben wir die DVD-Overview durch. Und wir fangen auch direkt an mit Zombieland. Teil 1, bombastisch. Einfach nur Kult. Aber Jahre später, Zombieland 2. Zorn der Titan. Guter Film. Guter Film. Nicht so gut wie der erste Kampf der Titan, aber man kann ihn nicht reinziehen. Jetzt kommt auch wieder ein Meilenstein der Filmgeschichte. Einer der besten Filme aller Zeiten. Wenigstens Teil 1 kann man sagen. Aber auch wenn ich Teil 2 besser finde für mich. Michael J. Fox und Christopher Lloyd in Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3 in diesem Pappe-Digipack. Ich mach mal so. Und dann hat man eben halt hier. Upsala. Da ist mir beinahe ein Disc rausgefallen. Alle drei Teile. Einfach nur cool. Habe ich mir letztens auch auf 4K geholt. Wollte ich mir die auf Blu-ray noch am gleichen Tag holen. Und dann habe ich gesehen, oh, in der 4K sind ja auch Blu-rays drin. Ja, der Bolz ist doch nicht zu kaufen. Da habe ich das sein lassen. Und das war jetzt Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Jetzt hole ich mal eben wieder den Stapel hoch. Nora Schörner und Til Schweiger in 2 Uhr Küken. Ich war irgendwann wie immer ein Til Schweiger-Fan. Nein, war ich nicht, aber wenn man Teil 1 hat, muss man auch Teil 2 haben. Das Böse hat viele Facetten. Macaulay Culkin, Elijah Wood, das zweite Gesicht. Okay. Richard Gere und eben halt auch Edward Norton. Und Edward Norton. Mit beste Rolle, also American History X ist seine beste Rolle, aber hier in dem Film zeigt er wirklich seine schauspielerische Leistung, und zwar Zwielicht. Er, ein Staranwalt, verteidigt eben halt einen jungen Behinderten. Denkt man. Und das ist Edward Norton.
guckt euch den Film an. Zwielicht kann ich wärmstens empfehlen. Und jetzt kommen die letzten zwei Filme. Und die letzten zwei Filme sind natürlich auch wieder WWE-produzierte Filme. Der erste ist mit John Cena, 12 Runden. Es geht darum, er Kopf tötet aus Versehen eine Frau von einem Bösen, der flieht und der spielt mit den 12 Runden. Der erste Teil, gut, kann man sich angucken. Und dann gibt es dann eben halt auch 12 Runden 2 mit Randy Orton. Und das ist der letzte Film meiner DVD-Overview. Part 16. Und das war's. Leute, wir haben es geschafft. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr die Geduld habt, meine ganzen DVDs euch zu zeigen. Danke dafür. Aber ganz ehrlich, es geht weiter. Ja, in der Zwischenzeit sind schon wieder einige weitere DVDs dazu gekommen. Ich würde jetzt so grob schätzen 30. Aber die werde ich natürlich jetzt nicht als nächstes Video machen. Ich werde das einfach Ende des Jahres einfach ein Overview der DVDs machen. Ja, bereitet euch schon mal vor. Dezember kommt die Overview der DVDs. Aber ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Wenn ja, gebt ein Däumchen nach oben. Wenn nein, ein Däumchen nach unten. Schreibt mir bitte zahlreiche Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ich was zu lesen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, guten Abend und was weiß ich. Macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns, oder besser, ihr seht mich. Ich hoffe, ich kann was von euch lesen. Bis zum nächsten und tschüss.